Wisst ihr noch, wie ihr euch als Kind darauf gefreut habt, euren besten Freund im Kindergarten zu treffen? Vielleicht hat man zuvor eine neue Bude gebaut, die man nun unbedingt erweitern möchte. Oder man hat in den vielen Spielzeugkisten etwas gefunden, mit dem man unbedingt spielen will. Ich hatte jedenfalls immer richtig Bock gehabt auf den Kindergarten und habe mich morgens immer drauf gefreut. Und dann sagt meine Mutter einfach, Kindergarten ist zu, du bleibst zu Hause. Warum, Junge? Wegen Läusealarm. Kita komplett dicht. Nix mit all deine Freunde treffen, spielen, Buden bauen oder sich mit den Kindern aus der anderen Gruppe kloppen, weil sie mal wieder frech werden und behaupten, sie wären die bessere Gruppe. Komm, kann nicht nur bei mir so gewesen sein, oder? All meine Träume und Hoffnungen, die man morgens so als Vierjährige hat, wenn man sich auf den Kindergarten freut, zerstört. Mit Füßen getreten. Von räudigen Insekten mal wieder. Wie können die es wagen, mir diese schönen Sommertage, war gefühlt immer Sommer und gutes Wetter, wenn das passiert ist, zu zerstören. Ich wollte doch nur bei dem Wetter etwas Eistee trinken und zusammen mit meinen Freunden im Zuckerschock die anderen Kinder nett davon überzeugen, dass die Froschgruppe gefälligst die beste Gruppe ist. Aber Zeiten ändern sich. Daran, dass die Froschgruppe die bessere Gruppe war, hat sich natürlich nichts geändert, aber überzuckerten Eistee kippe ich mir schon lange nicht mehr rein. Dank meinem Partner Holi kann ich mir ganz einfach zuckerfreien Eistee und Energydrinks geben. Und obendrauf schmecken die eh geiler, da nur natürliche Zutaten verwendet werden. Und die riesen Palette an fruchtigen Sorten richtig nice fruchtig schmeckt. Da kann sonstige Zuckerplörre mit Chemiegeschmack einfach nicht mithalten. Ich konnte mir so in meiner viermonatigen Diät Energydrinks, Eistee und Isodrinks von Holi genüsslich geben und hab trotzdem easy 14 Kilo abgenommen. Die 20 Kalorien pro Getränk rätschen mir da nicht dazwischen. Und da es sowieso besser schmeckt als das andere Zuckerzeug, habe ich nicht mal Süßes vermisst. Holi schmeckt einfach mehr als geil genug, weil es so viele Sorten gibt von Energies, Iced Teas und Holy Hydration, den Iso-Drinks, lässt sich auch für jeden was finden. Ihr könnt das alles ganz einfach testen mit dem Starter-Set Deluxe, da sind die ganzen Sorten von Holy Energy, Iced Tea und Hydration dabei. So findet ihr ganz einfach eure Lieblingssorte und könnt euch von Holy selbst überzeugen. Den Shaker bekommt ihr gleich mit dazu und spart ganze 30% mit dem Paket. Und nochmal 5 Euro mehr gespart mit meinem Code Rektor5. Als Neukunde bekommt ihr damit nämlich 5 Euro Rabatt bei eurer ersten Bestellung. Weiterhin und auch alle anderen, die schon mal bestellt haben, könnt ihr immer 10% Rabatt bekommen mit meinem Code Rektor. Probiert's also aus. Link dazu ist in der Beschreibung. Darüber unterstützt ihr mich zusätzlich völlig ohne Mehrkosten. Jetzt läuft auch noch ein Gewinnspiel bis zum 14. Juni, bei dem ihr einen Reisegutschein im Wert von jeweils 2.500 Euro gewinnen könnt. Jede Bestellung enthält eine Postkarte und insgesamt 10 Postkarten werden gewinnen. Bester Zeitpunkt also, um Holi mal auszuprobieren. Lasst mich wissen, welches eure Lieblingssorte ist und genießt das warme Wetter mit den geilen Energies, Iced Teas und Isodrinks. Viel Glück beim Gewinnspiel. Ich habe zur Kindergartenzeit auch gerne das warme Wetter genossen, zusammen mit meinen Freunden. Tja, nur blöd, dass der Kindergarten gefühlt immer zum besten Sommerwetter zumachen musste. Wegen diesen verkackten Drecksläusen. Um wen es hier wirklich geht, ist die Kopflaus. Das sind nämlich die Hurensöhne, die uns Menschen befallen. Gibt insgesamt natürlich wieder tausende Arten von diesen Drecksparasiten. Circa 3500 Arten von Tierläusen, wovon circa 500 bekannte Arten die echten Tierläuse ausmachen. Der Unterschied zwischen denen ist, dass echte Tierläuse nur Säugetiere befallen und die nicht echten Tierläuse auch Vögel. Vögel existieren nämlich gar nicht, weshalb die Läuse, die sie befallen, auch keine echten Läuse sind. Wer hat's gewusst? Und jetzt nimm deine Pillen, dann hört das Gezwitscher auch endlich auf. Neben der Kopflaus gibt es tatsächlich nur eine weitere echte Tierlaus, die den Menschen befällt, nämlich die Kleiderlaus. Aber dieser irrelevante HS juckt niemanden, zumindest nicht am Kopf. Die beißen einen ähnlich wie Flöhe, kommen aber heutzutage selten vor, praktisch nur noch bei Menschen, die nicht regelmäßig gewaschene Kleidung tragen, wie Obdachlose zum Beispiel. Natürlich geht dieser kleine HS nur auf die Schwächsten in der Gesellschaft. Lösch dich einfach. Macht die Kopflaus mit ihren tollen lateinischen Namen Pediculus Humanus Capitis ja genauso. Statt Obdachlose trifft's halt Kinder. Mit ihrer 3 mm Körperlänge tut ihr den ganzen Tag nichts anderes, als sich feige in der Kopfbehaarung eines Menschen zu verstecken. Dort saugen sie alle 2 bis 4 Stunden Blut, sowohl Männchen und Weibchen, also nicht wie bei Mücken. Das ist einfach deren persönliches Hobby. Und da sie von ihrem Hobby so weit überzeugt sind, dass künftige Generationen das auch machen sollen, legen die Weibchen so 150 bis 300 Eier in ihrem Leben. Nach 20 bis 30 Tagen geben die Weibchen schon den Geist auf, aber der Schaden ist ihr angerichtet. Übertragen werden Kopfläuse nur durch Körperkontakt am Kopf, weil die sich sonst wirklich nirgendwo blicken lassen. Wer also mit seinem Kopf nie den Kopf eines anderen Menschen berührt, der kriegt die dann einfach nicht. Und weil Kinder das ständig machen, brechen Läusebefälle regelmäßig in Kindergärten und Schulen aus. Tatsächlich gibt es keinen Zusammenhang zwischen Körperhygiene und Kopfläusen. Regelmäßiges Haarewaschen überleben die einfach. Sauber sein hilft also nicht. Nur weil jemand Kopfläuse hat, heißt das also nicht, dass er sich weniger waschen würde. Das heißt nur, dass er mal mit seinem Kopf den eines anderen berührt hat, der die hatte. Tja, Haarewaschen hilft nicht. Jetzt wollt ihr bestimmt wissen, was denn sonst
das Counterplay sein soll, außer niemals den Kopf eines anderen zu berühren. Habt ihr jetzt alle verstanden, ja? Gibt zum einen natürlich extra Shampoo gegen Läuse. Diese haben Insektizide und töten so die Läuse ab, aber nicht die Eier, sodass man das nach einer Woche nochmal anwenden muss. Diese Bastarde einfach so zu vergiften klingt natürlich richtig und wichtig. Leider gibt's da ein paar Haken. Einige Insektizide wirken auch giftig auf Warmblüter wie uns, auch wenn man sich nicht Insekten befindet, was ein Bug sein muss, wird aber irgendwie nicht gefixt. Laut einer französischen Studie könnten diese Gifte das Risiko für Leukämie erhöhen, aber manch einer wird sich da trotzdem denken, scheiß drauf, muss wirken. Da ist das Hauptproblem. Wirkt halt vielleicht nicht. Diese Drecksviecher evolvieren leider und können so immun gegen die Insektizide werden, was die Wirksamkeit um 50% verringern kann. Da würde man sich einfach nur Krebs wegen nichts holen, ist ja auch wasted. Deswegen ist die Strategie, stattdessen selber Gift zu nehmen, damit die Läuse das dann beim Blutsaugen aufnehmen und dann daran draufgehen, auch nicht worth. Ein Medikament gegen Rundwürmer, Ivermectin, hilft zwar, aber ist gegen Lausbefall in Deutschland nicht zugelassen. Die Risiken lohnen sich einfach nicht. Wegen so ein paar Hurenläusen will man sich ja nicht komplett selbst kaputt machen. Daher ist die beste Methode, Läuse zu entfernen, sie einfach in Öl zu ersticken und damit einem Läusekamm auszubürsten. Silikonöl wird gerne dafür benutzt, da die Wirksamkeit von Pflanzenöl nicht gut genug untersucht wurde. Auch wenn die Läuse bei dem Vorgang nicht bestialisch vergiftet werden, wie sie es verdienen, ersticken sie wenigstens elendig im Öl, da sich dies in ihre Atemöffnungen ablegt und diese blockiert. Nachteile gibt's einfach nicht. In Verbindung mit dem Läusekamm wird man so die Läuse los, ohne dabei Krebs zu bekommen. Da die Eier hartnäckig an den Haaren kleben, muss man das auch nach einer Woche wiederholen, um die dann frisch geschlüpften Läusebabys gnadenlos zu ersticken. Richtig so. Vielleicht fragen sich einige, kann man überlebende Läuse auch auskämmen? Beißen die sich nicht beim Blutsaugen in die Kopfhaut fest? Also ja, lebende Läuse kann man mit auskämmen, denn nein, sie beißen sich nicht fest, sondern ritzen mit ihrem kleinen Werkzeug einen ganz kleinen Riss in die Kopfhaut, aus dem die dann Blut trinken. Wer schon mal einen kleinen Kratzer an der Kopfhaut hatte, weiß, wie krass man schon daraus blutet. Ist also der perfekte Ort für diese Kackviecher, um Blut zu saugen, denn es sind ja richtige Kacklappen. Kacklappen, versteht ihr? Die können nichts. Absolut gar nichts. Nicht mal nichts. Mücken können nichts und dienen daher immerhin als Futter. Läuse wiederum können nicht mal das von sich behaupten. Die campen nur auf Menschen, gehen einen auf den Sack und haben überhaupt keinen ökologischen Nutzen. Zecken sind die Weltmeister im Hurensohnsein. Diese Scheißviecher haben selbstverständlich überhaupt keine Existenzberechtigung, da dieses pure Böse nichts als Krankheiten und Tod verbreitet. Selbst damit tragen sie etwas bei, da sie aktiv die Population von Säugetieren in Schach halten. Zecken sind wenigstens so richtige Hurensöhne. So richtig auf Abartigkeit, Hurensöhnigkeit durchgespielt. Läuse sind natürlich auch Hurensöhne, aber insgesamt so irrelevant, dass sie beim Wettbewerb von Wer ist der größte Hurensohn nicht mal zugelassen werden, weil die einfach nicht mal das richtig können. Kopfläuse sind wirklich das nutzloseste Stück Scheiße, was auf diesem Planeten vor sich hin vegetiert. Kann einfach weg. Ja, ab in den Müll. Wenn die von heute auf morgen einfach verschwinden würden, würde es niemanden jucken. Und solche nichtskönnerischen Lappen haben mir einfach ein paar coole Tage mit meinen Freunden im Kindergarten geklaut. Der blanke Hohn. Ich meine, hätte schlimmer kommen können. Immerhin war ich selbst nie befallen. Liegt natürlich daran, dass Kopfnüsse zu verteilen nie mein Ding war. Nicht mal gegen die räudigen Kinder von der Igelgruppe. Nee, am Ende kriege ich noch Läuse von diesen Lumpen. Gar keinen Bock drauf gehabt. Immerhin gut zu wissen, dass ich jetzt im Wesentlichen außer Gefahr bin, mir diese Viecher irgendwie random einzufangen. Genauso wie ihr, wenn ihr weder Kind seid, noch welche habt, die euch infizieren könnten. Da Kopfläuse ja nur auf Menschen leben, ist man wenigstens bei Haustieren komplett sicher davor. Vor denen kriegt man stattdessen Flöhe und Zecken und so ein Scheiß. Von daher, passt auf euch auf in den Sommertagen. Genießt die warmen Tage gerne mit Holy. Ich werde mir so einige Ice-Teas in den kleinen Bauch reinrendern. Holt euch über meinen Link in der Beschreibung einfach das Probierpaket, um alles auszutesten. Und vergesst nicht, mit dem Code Rektor5 euch 5 Euro Neukundenrabatt abzuholen. Oder gönnt euch gegebenenfalls mit dem Code Rektor 10% beim Nachschub holen. Tja, was bleibt mir noch am Ende zu sagen? Läuse sind Hurensöhne. Wer hat's gewusst? Ich. In diesem Sinne, macht's besser, haut rein.